So, da sind wir wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Dann, wie gesagt, die Aufnahme hatte ich gerade schon mal, aber BIM 1 Offline ist mir leider in die Aufnahme reingesprungen. Sorry erstmal dafür, dass ich so relativ von der Seite angemacht habe, aber einfach reinjoinen ist halt immer ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, wenn solange ich nicht im Stream online bin, bin ich einfach privat unterwegs. Ich weiß nicht, das kann man doch eigentlich einfach akzeptieren oder man schreibt mir privat. Ist doch eigentlich kein Problem. So, jetzt aber noch meine eigene Sache. Wie gesagt, danke schon mal jetzt nochmal für 1630 Abonnenten. Also es werden täglich immer mehr. Ich kann da immer nur wieder Danke sagen. Und ich denke mal, sobald wir jetzt Partner sind, auch mit YouTube, wird da definitiv auch wieder ein Skin rausgehen. Was ihr dafür allerdings machen müsst, ist natürlich, es wäre nett, wenn ihr Abonnent sein würdet. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Und vor allem fügt mich am besten jetzt schon direkt, falls noch nicht getan, als Freund hinzu. Ich schreibe es hier mal gerade rein. Hier rein müsst ihr dann YT-FamilyHack dann hier auf Absenden. Und ihr wisst ja, man kann sich ja nicht selbst befreunden, weil das hat den Grund, sonst kann ich euch keinen Skin schenken. Ist halt einfach leider so. Und jetzt gehen wir auch direkt mal rein in den Shop und wir sehen. Es sind alle Halloween-Skins auf einmal da. Wirklich alle. So, sorry. Ihr hört, ich bin immer noch erkältet. Aber ich muss euch ja den Shop zeigen. Beziehungsweise die neuesten Informationen gerade so rübergeben auf die Schnelle. Und ihr seht, Creator Code leider immer noch keiner da. Liegt an Epic leider. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe einfach nur, es liegt nicht daran, dass ich für euch die Gewinnspiele mache und die Verlosung. Einmal das Gewinnspiel mit dem Passive-Code und halt die Verlosung, was den Skin betrifft. Ich hoffe einfach, dass Epic da mir nicht dazwischen funkt. So, dann kurz noch wegen der Freundschaftsanfrage. Ich erkläre es nochmal kurz. Ihr seht hier, Alpogo kann ich zum Beispiel erst in einem Tag ein Geschenk schicken. Die hier, dem könnte ich ein Geschenk schicken, den könnte ich ein Geschenk schicken. Hier fortfahren und dann hätten die ihr Geschenk. Alpogo nicht möglich, weil wir noch nicht lang genug befreundet sind. Deshalb sind wir noch nicht befreundet. Gerne eine Freundschaftsanfrage jetzt raushauen. Wie gesagt, ich nehme sie auch an, kein Problem. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach in den Shop rein. So, da haben wir einmal hier den What? Für 1600 V-Bucks mit Skin-Aufgaben. Ich zeige euch auch direkt schon mal die verschiedenen Varianten. Einmal halt also hier unten ist er rot, oben ist er orange. Hier ist er unten mehr grün, oben mehr gelb. Hier ist es einfarbig und die Skins könnt ihr halt freischalten, also die verschiedenen Varianten, indem ihr die Aufgaben macht. Aber ich denke mal, es sind dieselben Aufgaben, die wir auch schon als Wochenaufgaben etc. haben. Also da macht euch mal keinen Kopf. Hier denke ich mal, wird das genauso dasselbe sein. Einmal die Sanduhr in Blau bzw. Türkis, hier in Lila, hier grün-gelb und hier in Orange. So, dann haben wir noch die Spitzhacke. Zack. Ja, so an sich ist der Skin nicht verkehrt, aber er ist mir halt einfach nicht die 1600 V-Bucks wert. So, dann haben wir Wolf Caption. Natürlich auch eine zwei Stilvarianten. So gefällt es mir persönlich besser als so. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller durch, weil der Shop ist ja bereits schon bekannt. Alle Skins. Also heute gibt es leider gar nichts Neues. Hier haben wir noch das Rückenaccessoire. Erinnert so ein bisschen an Game of Thrones. Für alle, die es schon gesehen haben, aber die Jüngeren natürlich, denke ich mal eher nicht. Weil es ist ja, glaube ich, sogar ab erst ab 16. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber manche Szenen glaube ich schon. So, dann war da noch die Pickaxe. Da fehlt mir irgendwie immer so die Animation, so ein kurzes, was weiß ich, so eine 3-Sekunden-Video. Wie die Pickaxe, wie weit holt der aus mit der Axt? Wisst ihr, wie ich meine? Einmal das Abbauverhalten. Der Ton ist schön und gut. Aber wenn ihr jetzt so 3 Kilometer ausholt, damit das natürlich auch wieder nicht so nice. So, dann gehen wir hier direkt rein. Zack. Die Hexe. Ihr wisst ja, die sich im Spiel selber verändert. Also ich glaube, das ist auch der erste Skin, der das hatte. Dann das passende Rückenaccessoire. Sorry. So.
Also wenn ihr den Skin habt am Anfang, bleibt der Skin definitiv so. Wenn ihr so in die Runde rein startet, ändert er sich im Spiel. So, da natürlich das passende Rückenaccessoire, dieser grüne Rucksack. Ach, ganz ehrlich, da hätten sie ihn eigentlich auch weglassen können, weil, ja, sieht aus wie so ein kleiner Kinderrucksack. So, des Weiteren ist dann jetzt, wo alle wieder gemeckert haben, das Großmaul ist nämlich doch wieder drin. Weil da haben sich nämlich alle aufgeregt, warum ist der nur einen Tag drin? Heute ist er wieder drin. Mit dem passenden Rückenaccessoire, was heißt passend, aber halt die drei Frösche. Das Großmaul an sich, naja gut, wer ihn mag, aber ich sage ja immer wieder, ihr dürft nicht vergessen, ihr seht den Skin hauptsächlich so. Die anderen freuen sich, die sehen den so. Aber denkt immer dran, ihr seht den Skin zu 99,9% so. Außer ihr seid in der Lobby. Das muss euch halt immer ein bisschen im Klaren sein. So, dann haben wir noch die Zündkerzenkünstlerin. Die hat man letztens erst wieder drin. Ich glaube, ich sehe die jetzt schon dritte oder vierte Mal, seitdem ich einen Shop mache. So, und ihr seht wieder, linkes Bein, Schienbeinschoner, Knieschoner. Irgendwann ist es mir aufgefallen, inzwischen fällt es mir immer direkt auf. Dann haben wir noch, warten wir mal, jetzt die Skins, die Taxifahrerin, aber nicht in gelb-schwarz, sondern in, ja, ich nenne die Farbe nochmal, Türkis? Nee, doch. Ah, ich bin lieber ruhig. Also halt auf jeden Fall nicht so wie die normale Variante. Dann haben wir noch die Sturmkönigsfaust. Naja, wer so mag. Also ich finde dann der wirklich gar nichts besonders. Schon gar nicht 800 V-Bucks. Ich weiß nicht, so langweilig. So, dann gehen wir gerade die Emotes durch. Dun, dun, dun. Gefühlt schon immer in der Lobby. Dann haben wir einen Tanzspagat. Du bist es. Dann haben wir noch den Hampelmann. Ich muss sagen, ich feiere den Skin zurzeit echt so. Er lässt sich einfach gut spielen, weil er ziemlich schmal ist von hinten. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, sobald es Neuigkeiten gibt, was den Creator Code betrifft oder die YouTube-Mitgliedschaft bzw. die Partnerschaft, werdet ihr es natürlich erfahren. Ich meine, ihr seht es sowieso direkt, wenn ihr Werbung vor dem Video habt, dann wisst ihr, wir haben es geschafft. Und das habe ich halt wirklich nur euch dann zu verdanken. Also viel fehlt nicht mehr. Aber ich denke mal, wenn nichts schief geht, müsste das eigentlich hier die Woche noch klappen. Kommt drauf an, wie lange die Prüfung noch dauert von YouTube selbst. Aber da waren die, glaube ich, immer relativ schnell, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein. Denkt dran, nicht zu viel Geld ausgeben. Und haut rein.